Der S&P konnte schon letzten Freitag ein neues 52-Wochen-Hoch feiern. Wir sind jetzt nur noch etwa 90 Punkte von den Rekorden Ende 2021 entfernt. Das Stimmungsumfeld bleibt ausgesprochen positiv. Die Berichtssaison hat sich letzte Woche bereits aufgehellt, vor allen Dingen im Tech-Sektor. Und der Trend setzt sich fort mit UN Semiconductor und mit SoFi Technology. Beide konnten die Erwartungen des Marktes auf der Ertrags- und Umsatzseite schlagen und äußern sich positiv zu den Aussichten für die zweite Jahreshälfte. Es bleibt an der Stelle spannend. Wir haben Dienstag die Zahlen von AMD, am Donnerstag die Zahlen von Apple und von Amazon und wir haben zum Wochenauftakt erneut sehr viel positive Analystenkommentare zum Tech-Sektor insgesamt, unter anderem zu Apple und zu Google. Tja, der Juli ist abgehakt, der letzte Handelstag in einem ausgesprochen robusten Monat. 2,7% konnte der S&P per Ende letzter Woche zulegen. Historisch betrachtet übrigens einer der besten Monate des Jahres und ein Monat, der fast immer freundlich tendiert. Selbst im Jahr der Finanzkrise ging es im Juli bergauf. Der August, ein Monat, der ein bisschen verhaltener ist und oft unverändert endet. Und wenn man die Statistik mal aufdröselt, seit 1986, tendiert der August oft schwächer mit einem Kursverlust im Dow Jones von 0,8% im Schnitt. So, wen würde es wundern, mal ein paar Gewinnmitnahmen zu sehen? Ne? Die Stimmung ansonsten bleibt ausgesprochen positiv. Wir sehen weiter Hoffnung auf eine weiche Wirtschaftslandung. Das lesen wir heute Morgen unter anderem auch in der Financial Times und im Wall Street Journal. Die amerikanische Notenbank sei zunehmend davon überzeugt, dass eine weiche Landung vollbracht werden kann. Ich meine, wenn wir überhaupt eine Landung sehen, denn die Notenbank von Cleveland hat den sogenannten GDP Now-Indikator veröffentlicht, ein Realtime-Indikator für das Wirtschaftswachstum. Und man rechnet jetzt im dritten Quartal mit einem realen Wirtschaftswachstum von annualisiert 3,4%. Das wären 100 Basispunkte mehr als im zweiten Quartal. Mehr Wachstum also sogar für die USA. Und schaut man sich das jüngste Verbrauchervertrauen an, dann würde das diesen Trend im Grunde auch mit untermauern. So, die Berichtssaison hat die Halbzeit letzte Woche überschritten. Wir sehen auch heute Morgen anhaltend gute Ergebnisse, vor allen Dingen im Tech-Sektor. UN Semiconductor und SoFi Technologies können beide die Schätzungen des Marktes übertreffen. Fangen wir mit SoFi mal an. Das Ergebnis, ein Anstieg bei dem EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von fast 280% auf 77 Millionen Dollar. Damit werden die Schätzungen um etwa 19 Millionen Dollar übertroffen. Wir haben einen Umsatz plus 37% im Vorjahresvergleich auf fast 490 Millionen Dollar. Auch das liegt etwa 11, 12 Millionen Dollar über den Schätzungen des Marktes. Besonders beeindruckend ist das Wachstum der Kundenbasis, der Members oder Member Growth, wie man bei uns sagt. 584.000 auf 6,2 Millionen, sehr robust. Und auch die Kundeneinlagen sind um gesunde 2,7 Milliarden Dollar gestiegen auf 12,7 Milliarden Dollar. Das klingt also alles ganz gut und man äußert sich ja auch optimistisch zum zweiten Halbjahr. Vor allen Dingen das EBITDA-Ergebnis im zweiten Halbjahr dürfte positiv überraschen. Man rechnet mit 185 Millionen Dollar. Geschätzt wurden 150 Millionen, also die Ziele werden auch in diesem Fall übertroffen, obgleich der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen liegen wird. Interessiert die Aktie aber nicht, es geht trotzdem solide bergauf. Bei UN Semiconductor sollte man eigentlich nicht so wirklich überrascht sein, denn NXP Semiconductor und Texas Instruments, beide Häuser, sind sehr stark abhängig von der Automobilbranche. Und beide hatten schon Ergebnisse gemeldet, haben betont, das Automobilbusiness brummt. Das ist ein Segment, in dem insbesondere UN Semiconductor sehr stark vertreten ist. Man sieht also das Gleiche wie bei den Wettbewerbern, das Ergebnis, der Umsatz über den Erwartungen, die Aussichten angehoben auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite und auf der Margenseite bei UN Semiconductor. Stimmt also letztendlich alles und die Aktie kann dementsprechend auch mit profitieren. So, wir haben im Wochenverlauf einige ganz interessante Ergebnisse noch anstehen. Wir haben die Zahlen unter anderem von AMD am Dienstag nach dem Closing der Wall Street. Wir haben die Zahlen von Avis auch Dienstag
Entschuldigung, heute Abend die Zahlen von Avis, Dienstagabend dann AMD, Pinterest und Starbucks, Mittwoch DoorDash und Etsy, PayPal und Qualcomm, Donnerstag Vormittag Expedia, Donnerstagabend, und das wird der spannendste Tag der Woche. Wir haben die Zahlen von Apple, Airbnb, Amgen, Amazon, Booking Holding, Coinbase, Fortnite und Block. Also der Donnerstag wird es in sich haben, aber wenn sich der Trend fortsetzt, den wir im Tech-Sektor vergangene Woche sehen, an diesem Montag auch sehen, dann müssten die Ergebnisse eigentlich überwiegend ganz gut ausfallen. Wir haben heute Morgen sehr viele positive Analystenkommentare, unter anderem auch zu Apple von Piper Sandler. Das Kursziel hier wird auf $220 angehoben. Man bleibt bei Übergewichten und sagt, look, die Bedenken, dass die iPhone-Verkaufszahlen in China enttäuschen könnten, seien überzogen. Man ist also hier an der Stelle ein bisschen optimistischer. Bei AMD, morgen Abend die Zahlen, senkt das kanadische Investmenthaus Susquehanna, das ist ein relativ großes Haus, das Kursziel um $10 auf $135. Das Management habe im Vorfeld der Quartalszahlen Kommentare gegeben, die auf Gegenwind in verschiedenen Sektoren von AMD sprechen könnte. So, Adobe wird bei Morgan Stanley empfohlen, das Kursziel $660. Die Aktie wird auf Übergewichten aufgestuft. Wir haben Booking Holdings, die diese Woche Zahlen melden. Hier schraubt Mitsuo das Kursziel mit nach oben, wobei der Reisebereich spannend wird. Die Fluggesellschaften haben fast alle gemahnt, dass die Ticketpreise fortan unter Druck geraten werden. Wie macht sich das bei Expedia und Booking Holding bemerkbar? Expedia wird auch diese Woche Ergebnisse werden. Salesforce wird bei Morgan Stanley abgestuft, jetzt auf nur noch halten. Das Kursziel wird allerdings angehoben auf $287. Google, Moffett Nathanson, ist jetzt nicht das größte Haus, haben wahrscheinlich viele noch nie gehört, aber ein sehr gutes Haus, was die Reputation betrifft. Und hier heißt es, das Potenzial von YouTube wird unterschätzt. Positive Kommentare, Kursziel $145. DoorDash wird diese Woche auch Zahlen melden. JMP Securities, Kursziel $100 und überdurchschnittlicher Performer. Man sieht also schon an den Kommentaren des Management, der Analysten vielmehr, dass die Stimmung im Vorfeld der Ergebnisse, die diese Woche gemeldet werden, ganz gut ist. So, was Wirtschaftsdaten betrifft, wird es heute am Montag relativ ruhig. Wir haben um 20 Uhr wird der sogenannte Senior Loan Officer Survey der Notenbank veröffentlicht. Der Bericht dürfte signalisieren, dass die Kreditvergaberichtlinien der amerikanischen Banken verschärft wurden. Müsste keine Überraschung sein, weil das letztendlich gesehen schon Jerome Powell, Chef der Notenbank, bei der Tagung in der vergangenen Woche mit in Aussicht gestellt hat. So, was haben wir ansonsten? Wir haben heute Abend die Zahlen von Avis Budget. Das wird spannend, weil der Konkurrent Hertz Margendruck sieht. Sieht das Avis Budget auch. Wir haben die Zahlen von Transocean, Vornado Realty, Western Digital und von Yum China heute Abend nach dem Closing. So, die Trends, die saisonalen Trends. Der August, wie gesagt, ein Monat, der normalerweise eher ein Monat des Verdauens darstellt. Seit 1986 ein zumeist eher schwacher Monat, zumindest für den Dow Jones. Und der Juli abgehakt, wie gesagt, einer der besten Monate des Jahres, wie ich ja schon angesprochen hatte. Also tauchen wir nochmal ein in die internationale Welt. Ja, Europa, die Verbraucherpreise im Juli, die Gesamtrate war ein bisschen niedriger als erwartet, aber die Kernrate lag über den Zielen, 5,5%, ein Touch über den Erwartungen. Vor allen Dingen, die Kernrate hat sehr wenig Dynamik verloren. Wir hatten im März einen Top von 5,7%, sind jetzt bei 5,5%. Der Rückgang ist also bisher wirklich nicht der Rede wert. Das Bruttoinlandsprodukt in Europa im zweiten Quartal lag über den Erwartungen, was nett ist, aber nicht wirklich nennenswert. Wir sehen eher, dass die amerikanische Konjunktur wieder stärker an Dynamik gewinnt, während Europa anfängt, zunehmend hinterher zu hinken. So, damit bin ich durch für heute. Ein Wort zu China noch, bevor ich Schluss mache. Hier wächst die Hoffnung, dass die Stimulusmaßnahmen zunehmen werden. Man muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich das jetzt schon die letzten Wochen gehört habe. Stimulus aus China dürfte kommen. Die chinesischen Aktien jedenfalls tendieren positiv, obwohl über Nacht die Wirtschaftsdaten sehr verhalten ausgefallen sind im Industriesektor. Da lag der Index ein bisschen über den Erwartungen für den Juli, 49,3. Erwartet wurden 48,9.
49,3 bedeutet aber immer noch, dass die Aktivitäten der Industrie nachlassen. Alles über 50 bedeutet nachlassende Aktivitäten. Der Dienstleistungssektor in China wächst zwar noch, aber viel langsamer, als man erwartet hatte im Juli. Der Index lag nur noch bei 51,5, erwartet wurden 53. Also vielleicht hier also gerade deshalb wächst die Hoffnung, dass China ein bisschen mehr machen wird. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis morgen und ciao.